Hallo schön Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part sind wir weiter durch die Bergruinen gegangen und sind jetzt kurz vom Ende dieses Tempels. Das ist sozusagen jetzt der letzte Part in diesem Tempel, sehr wahrscheinlich. Weil ich glaube, ich habe einen Raum geskippt zu haben. Was? Mir fällt jetzt nur nicht ein welcher. I don't know. Den Raum mit dem Kompass habe ich geskippt. Who cares? Nobody needs him. Ja, eben. War ein Kompass, hallo? Ist, du möchtest ja nicht wirklich zurückgehen. Master Key. Was? 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 Ja, die Truhe... Was? Sieht gar nicht Master Key mäßig aus. Das ist wahrscheinlich ja nicht Master Key. Ich warne die. Kleine Schlüssel. Wieso? Was zur Hölle, wie groß sind die Bänke? Was zum... Das war ein Fail. Zweite Mal jetzt. Alter, wie viel das ist. Tschüss! Oh, oh jetzt fangen die hier an wie in Final Fantasy 7, Advent Children. Ha? Ja, wie im Final Fantasy 7 Film. Ja, Bänke zerstören, einfach mal so in der Kirche. Who cares? Ah ja, tiefer. Who cares, da wohnt ja nur Cloud. Ist ja nur sein Zuhause. Ich räume mal auf. Er schafft das ja nicht. Aua. Mach den aufgeladenen Schlag, der hilft gegen viele Feinde. Ja, besonders gegen die. War da nicht gerade, oh, noch ein guter Rubin, geil. Are you kidding me? Shut up! Oh, don't YouTube Money. Die! No? Der ist aus der Abyss. Nein, der ist aus der Abyss. Was nicht so vor der Symphonia standen wird. Nach Symphonia kommt erstmal, glaube ich, Tales of Fantasy, die PS1 Version. Fein. Ich dachte zuerst, dass endlich sein. Haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Schwiegerscherben ziemlich bald finden. Ja, was wolltest du sagen? Gar nichts mehr. Warum die PS1 Version, auch wenn ich sie mit Englisch-Patch spiele? Sie sieht schöner aus. Nein, ich sag das jetzt nur, falls Leute fragen. Sie sieht schöner aus als die GBA-Version. Ja. Oh, wie gut, dass hier nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast die Schüssel gefunden, sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bring dich hin. Na, du bist mir zu slow. Alter. Du alte Frau, bleibst mal lieber da unten. Du kommst ja gar nicht mehr bis hier oben. Genau. Ich habe das Herz gebrochen. Nein, ich gucke jetzt nicht. Er hat das Herz verbrochen. Ich wollte jetzt nicht gucken, wie der da so hoch geht. Bitte, hier entlang. Oh, das Schlafzimmer sieht aber schön aus. Schick. Geht wie so eine Tunte. Mhm. Oh. Hier ist er, schau ihn dir an. Ein Splitter von einer Scharbiegel. Sag nur, ist er nicht herrlich? Ist er nicht. Ich würde lieber weggehen. Wunderschön. Ich glaube, sie ist der Boss. Sieht sehr nach... Sie ist wunderschön, der Boss. Herrlich, dieser Spiegel. Das macht mir irgendwie... Was zum... Dieser Spiegel, diesen Spiegel bekommst du nicht! What okay, the... das hat jetzt... Ich bin sprachlos, ich habe einfach aus Reflex auf den Knopf gedrückt. Du scheinst nicht sehr freundlich zu sein, kann es sein? Dominik, ich glaube, du hast ein ein kleines Problem. Rieseneisklotz Matronia. Ja gut, ein Eisklotz kann man leicht bedienen. Hier, bam. Bam. Mir gefällt die Tatsache nicht, dass er auf dich zukommt. Nein! Au. Ah, ich verstehe, wo die Schwierigkeit besteht. Au. Bam. Tschüss. Komm her. Komm noch mal her. Komm, tu mir den Gefallen.
Bam! Dodge! Fatality! Ha, gibst du auf? Hast genug? Scheiß Kuh. Jetzt sieht sie aus wie Herbert. Was zum... Sie hat nicht genug. Dominik! Das sieht nicht nach dem Ende des Kampfes aus. Die Musik ist richtig geil, die Boss-Musik. Achte mal da unten, ihr müsst jetzt hier unten bei dieser Phase auf die Spiegelung achten. Irgendwie Captain Obvious, weil es um den Spiegel geht. Ja. Oh, ich habe einen Fail gemacht. Genau den Fail. Nein! Oh. Lass mich in Ruhe. Geh weg! Geh weg! Aua. Ich habe jetzt zwei Dinger noch zerstört bekommen. Okay, hier kann ich raus. Nimm das. Armes Tuk-Tuk. Was scheiße, Mann! Nimm das. Oh, sie hat schon wieder neue Eiszapfen, wie süß. Kommt! Ja, los! Kraft runter! Oh nein! Los! Au. Immer vom vorletzten wirst du erwischt. Moment, ich warte. Und tschüss. Hilfe. Hilfe. Nein! Komm dir meine Herzen an! Nicht viele übrig. Nicht viele übrig. Das ist das einzige Schiff. Wo ist die freie Lücke? Wo ist die freie Lücke? Da. Warten, warten, warten. Und raus. Du bist tot. Fatality. Sie ist tot. Tja, leg dich nicht mit Link an. Unsere Spiegelscherbe, you are my. Dominik, ich glaube, dass die Scherben irgendwas mit den Leuten anstellen. Also wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Jetzt fehlen also nur noch zwei Link. Ach ja, trotzdem übrigens, tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Götter können grausam sein. Oh ja. Also gut, Link, beeilen wir uns den anderen Scherben, bevor noch mehr Menschen selbstverständlich zustößt. Oh, mit da hat Gefühle. Also dann machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Jetzt mal ganz im Ernst? Oh. Der Grüne da, das ist übrigens Link. Alter! Was ist mit mir? Wir wollen die Kinder kriegen. Psst. Mach dir keine Sorgen, du hattest einen einfach nur ein bisschen... Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Who cares? Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Oh, deshalb brauchst du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Du Liebster. Alter, wir kriegen die Kinder. Oh. Süß. Guck mal, ganz wie der Herz ist. Tut. Romantik in einem Zelda-Spiel. Ah, darauf habe ich gewartet. Ich auch. Romantik in einem Videospiel. ja. Herz Nummer 13. Hä? Herz Nummer 13. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. So. Aber ich frage mich immer noch, wie machen die Kinder? Don't ask. Das kann ziemlich schmerzhaft werden. Just don't do it. Ich habe die ganze Aufnahmestechnik kein Stück gespeichert. So, jetzt seht ihr, weil ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja. Und jetzt seht ihr, wann ich momentan aufnehme. Ja.
Okay, ihr habt's für einen kurzen Moment gesehen. Ihr könnt ja auch Pause schalten. Wir nicht. Genau. You're too stupid. Was können wir jetzt noch machen? Nee. Zum Menschen? Wow. Ich würde nämlich erst gerne in der Hauptstory im nächsten Part weitermachen. Ach, du kannst ja schon mal bis dahin latschen. Hinlatschen? Fail. Okay, das ist tolles Latschen. Ich hab eh nur auf ein paar Minuten. Ja, latschen like a bro. Dum, dum, dum. Ja, aber wir müssen als nächstes... Entscheide dich. In den Phyrone-Wald. Ah ja. Da. Da wird dann auch die nächste Aufnahmesession beginnen. Ui. So. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier für diese Aufnahmesession. Jetzt habe ich aber auch erstmal genug Parts aufgenommen. Obwohl ich morgen oder so wieder aufnehmen werde. Also bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.